Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen auf Streife. Da vorne haben wir einen ersten Treffer. Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts gelaufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Warum machen Sie das? Können Sie es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt, aber dann kommen halt Leute wie ich. Der Verstoß kostet 70 Euro. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen. Das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber. Standort wird automatisch erfasst. Und dann Vergehen. Wähle ich halt aus Fußgängerzone, kann ich eingeben. Dieser Verstoß, die parkten auf dem Gehweg, auf den gemeinsamen Geh- und Radweg, auf den Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs im Bereich einer Fußgängerzone, der durch Zeichen 239, 240, 241 oder 242.1 gesperrt war und behinderten dadurch andere. Tatzeit wird automatisch erkannt, 12.54 Uhr festgestellt. Die Anzeige geht um 13 Uhr raus, also gebe ich 13 Uhr ein. Das Timing stimmt. Die Anzeige ist gerade raus, da kommt der Fahrer. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre direkt. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Ja, da muss ich gucken, die Frau ist in Ende Urlaub, in der Post und so. Aha. Ich bin gleich weg. Ja, da hätte man aber auch auf dem Kirchplatz parken können. Ja. Ja. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben, wie finden Sie das? Hab ich Pech gehabt. Sehe ich da Post oder? Ich denke mal vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt muss dann gucken, was es draus macht. Okay. Also da sind die Ordnungsämter unterschiedlich. Manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viele zu tun haben. Alles klar. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Und damit kommen Sie ins Guinness Buch der Rekorde? Kann sein, zumindest Deutsche. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe. Ja. Heute sorgt er zunächst in seiner Heimatstadt für Ordnung. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4.000 Anzeigen geschrieben. Bei so viel Engagement drücken wir bei diesem Verstoß gegen die Vorfahrtsregel mal beide Augen zu. Der nächste Fall. In der Gartenstraße steht ein Auto rechtswidrig vor einer Dönerbude. Ist das Ihr Auto? Ja. Der parkt auf dem Gehweg. Ich habe gerade ihm Ware gebracht. Ich mache gleich weg. Ja. Ja, also ein- und ausladen halten dürfen Sie auch hier. Bitte? Ein- und ausladen halten dürfen Sie auch hier. Hier geht nicht? Ist verboten? Das ist ein Gehweg, darf man nicht. Hier dürfen gleich, Sie halten. Mache ich gleich weg. Solange wie es beim Halten bleibt, wären das 55 Euro. Ja. Jetzt drücken Sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Grundsätzlich nicht, nee. Also muss er das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Wie finden Sie das? Aber ich habe nicht ganz nachgelesen. Das ist vielleicht gerade 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten. Ich kann auch meine Ware zeigen. Hier ist mein Laden, ich bringe meine Ware, ich lade auf und dann mache ich zu und dann bringe ich zu meinem Parkplatz mein Auto. Dann wird die Lage dynamisch. Warum rufst du Polizei an? Was geht jetzt? Weiß ich nicht. Wenn Sie die Polizei haben wollen, kommen wir die holen. Bist du Polizei? Bitte. Ich nicht, nee. Ich bin Privatperson. Wie geht das jetzt weiter? Ich rufe die Polizei. Ja, ich rufe die Polizei. Genau. Für Niklas reine Routine. Denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Hier in Gräfenhainichen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Und mit 902 Falschparkern oder 903 sogar. Ja. Jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Weil jetzt ist ganz offensichtlich kein Ein- und Ausladevorgang mehr. Dann kommt die Verstärkung. Niklas Matthei macht Meldung. Hallo, Anzeigenhauptmeister Matthei.
Also es geht um den Falschparker da drüben. Ich habe ihn halt erfasst und ja, wollte halt letztendlich, dass die Polizei dazu kommt, habe ich den Wunsch den jetzt erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Anzeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Niklas hat aber noch ein weiteres Anliegen. Kann ich hier so lange so ein Symbolfoto vom Streifenwagen machen, so ein Befahrer? Und was? So ein Symbolfoto, also so seitlich so auf dem Streifenwagen. Sie selber oder mit der Kamera? Solange ich jetzt also auf dem Foto drauf bin? Ja. Ein kurzer Schnappschuss für die private Einsatzdokumentation. Wäre der Knöllchenfetischist vielleicht selbst gerne Polizist? Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Da habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert, was halt somit ja, nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich durfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas, oder Sterne auf dem Arm. Solche Hoheitszeichen durfte ich halt nicht verwenden. Aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist. Der Anzeigenhauptmeister ist unterwegs zu seinem nächsten Fall. Eine Anwohnerin hat offenbar alle Fünfe gerade sein lassen. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Das ist die Behinderung dabei. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Ja. Naja, wo wäre denn das Problem, das Fahrzeug auf der Straße zu parken? Wie der da hinten, der kannst du auch. Der mal Arbeit und dann ist es gut. Hab ich. Hallo, hakt's, Alter. Hm. Apropos Arbeit. Niklas macht gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Trotzdem treibt er mit seinem Wochenendhobby den Blutdruck von so manchem gewaltig nach oben. Mare, dich ab, du Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Also Mare. Ja. Ab, jetzt stehst du auch auf dem Grundstück. Also. Ja, das ist nicht eingezäunt, darf man ja auch. An den Knöllchen verdient er nichts. Eine Beleidigung ist da schon lukrativer. Manchmal sagt der Beschuldigte so bei der Polizei aus, ja, ich habe es nicht so gemeint, das ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz beim zuständigen Amtsgericht und dann kann ich damit abkassieren. Das heißt? Naja, da gibt es vielleicht mal 50 Euro, mal 100 Euro, also so eine kleinen unteren dreistelligen Beträge. Weiter geht's. Die Nervensäge im Namen von Recht und Ordnung hat einen Volkswagen im Visier. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Aber die anderen ja auch. Nee, die parken rechts. Und der parkt links. Also Fahrtrichtung links. Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Tatbestandsnummer 112042 kostet 15 Euro. Warum machen Sie das? Stört doch eigentlich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Mit den 15 Euro können Sie vielleicht im Rathaus zwei neue Glühbirnen kaufen. Also kommt es auch der Stadtkasse zugute. Dann, kurz vor Feierabend, gibt es für Mattei noch einen Sechser im Lotto. 7 Falschparker auf einen Streich. Bei dem kommt noch dazu Parken vor einer Bordsteinabsenkung, das darf man auch nicht. Auch nicht, wenn es die eigene ist? Rechtlich nach StVO nein. Der Grund, warum er die ganze Straße in Sippenhaft nimmt, ist einfach. Mehr oder weniger. Hier steht Verkehrszeichen 350, Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge. Heißt, die dürfen ja nicht reinfahren, demzufolge auch nicht parken. Das ist in dem Fall Parken in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250 gesperrt war. Bilanz der dreistündigen Streife, 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Davon kann die Gemeinde jetzt eine Menge Glühbirnen kaufen. Ein neuer Tag im Kampf um die Straßenverkehrsordnung. Für den Knöllchenjäger geht es heute von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Das Deutschland-Ticket macht es möglich. Sie sind ein Denunziant. Naja, gewissermaßen kann man das schon so sagen. Also, Denunziant ist ja jemand, der alle anscheißt. Also wenn man das so aus der Perspektive betrachtet, kann man das halt schon so sehen. Also wäre jetzt jedenfalls nicht verkehrt. Finden Sie aber nicht schlimm? Nee. Mhm.
Warum nicht? Naja, weil das letztendlich, was ich tue, die kommt halt der Allgemeinheit zugute. Also das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker, aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Buxtehude, 11.30 Uhr, der Helm sitzt. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen dem Anschwärzer vom Dienst abgelaufene TÜV-Plaketten auf. Das bleibt nicht ungeahndet. Das haben Sie so schnell gesehen? Ja, kennt man doch schon an der Farbe. Ja, aber gleich den nächsten. Die ist seit November, die ist schon im Bußgeldbereich. Buxtehude scheint ein heißes Pflaster zu sein. Also ich war auch schon in Gemeinden, da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den ersten gefunden habe. Und hier habe ich jetzt drei in den ersten 10 Minuten. Die Stadt, ein einziger Park Sündenpfuhl. Genug zu tun für den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Nach nur wenigen Metern fällt ihm ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO auf. Macht 55 Euro. Das steht auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht drauffahren. Achso, und wer sind Sie? Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja, super. Ja. Dann schreibt also vom Verein, wir sind die großen Denunzianten, oder wie? Nee, den Verein kenne ich auch nicht. Ja, da sind Sie aber offensichtlich drin involviert. Ja. Er ist ein Denunziant. Fertig. Wir haben da unser Büro. Wir haben unser Büro da. Wir dürfen selbstverständlich hier kurz anhalten und Sachen da reinbringen. Das machen wir gerade in den Tisch. Und er hat nichts Besseres vor, als uns zu fotografieren, mein Recht auf Privatsphäre einzuschränken. Dann rufen Sie jetzt die Polizei, dann klären wir das. Gut, dann machen wir das natürlich. Hallo? Können Sie bitte... Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja, können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe. Und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und der hätte gerne die Polizei dazu. Das ist folgendes Problem. Wir räumen gerade in unserem Büro ein paar Tische aus und ein. Und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier offensichtlich sämtliche Autos hier an der Straße. Mhm. Und hat hier vorne an seinem Fahrrad so eine Bezeichnung. Polizifei, also ist er. Nicht ganz. Er sieht so ein bisschen danach aus, als ob er so tut, als ob er Polizist wäre. Deutscher Anzeigenhauptmeister. Der Betroffene ist Rechtsanwalt, aber über die Auslegung von Recht und Gesetz herrscht Uneinigkeit. Darf der das? Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft? Aber das, was Sie hier das machen. Hat den Namen nicht zu tun. Aber das, was Sie hier machen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht, aber das meine aber ich aber das ist wieder scherzhaft. Da müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was das nicht. Das der Nein, ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Da kommt sie schon. Doch auch die echten Beamten sind offenbar nicht richtig zu erkennen, meint zumindest der Polizist. Das Kennzeichen ist aber dreckig. Das Kennzeichen müssen die auch mal sauber machen. Bitte? Das Kennzeichen wäre schön, wenn sie das gleich mal sauber machen würden. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist. Ach, die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. Das ist nicht der Polizei. Das ist ein selbstkreiertes Wort. Also wer da meint, dass es tatsächlich echt ist. Das steht auch nicht Polizei. Nee. Ist das keine Amtsanmaßung? Überhaupt nicht. Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es irgendwann mal sauber machen. Also muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Wenn Sie mal Zeit haben. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja, jetzt wo Mattei ihre Arbeit macht. Ja, weiter jetzt. Hase und Igel in Buxtehude und auch Meister Petze ist immer schon da. Also die dürfen ja nicht stehen. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Und der hat eine abgelaufene TÜV-Plakette. Seiner Passion geht er schon seit 3 Jahren nach. Da kommt das zusammen. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Ja, und das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Aber für letztes Jahr, also für 2022, habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023.
Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugeparkt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Ja. Also die 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hier her. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Und da steht halt drinnen. Genau. Aber muss der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben? Muss er nicht, da muss er halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also da steht ca. 1 Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Das ist ca. 1 Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja, aber Gesetz ist halt Gesetz. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind, das spielt keine Rolle. Das Schild geht. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da 1 Meter im absoluten Haltverbot. Jetzt noch schnell eine abgelaufene Parkscheibe aufschreiben. Ja, da ist 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Ist aber nicht weiter passiert. Doch, ein Kratzer. Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Hallo. Ich hatte angerufen. Verrückte Welt in Buxtehude. Martei wird wegen einer Ordnungswidrigkeit belehrt. Und zwar von einer echten Polizistin. Weil Sie den Fehler gemacht haben, haben Sie die Ordnungswidrigkeit begangen. Das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Belehrung. Das ist ja umgefallen. Also. Genau, aber Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann, wenn Sie es abstellen. Weil Sie sind verantwortlich dafür. Der Verstoß, der kostet 35 Euro. Sie können das hier vor Ort zugeben. Ich könnte Sie, wenn Sie eine EC-Karte dabei haben, hier vor Ort bezahlen lassen. Ansonsten würde ich das an den Landkreis schicken und Sie bekommen Post. Machen Sie es an den Landkreis? Weil der Landkreis die zuständige Verfolgungsbehörde ist. Also machen Sie es an den Landkreis dann? An den Landkreis. Ja. Sicherheitshalber noch mal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ja. 2. Bilanz des Tages. 27 angezeigte Ordnungswidrigkeiten. Kleiner Servicetipp zum Ende. Niklas Matthais nächstes Ziel ist Passau.